Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute mit einer weiteren Reaktion auf Unsympathisch TV. Ich weiß, die kam jetzt nicht ganz so regelmäßig, weil ich sie ein paar Mal tatsächlich habe ich gesündigt, Leute. Da habe ich sie bei Simon im Stream gesehen. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Aber heute habe ich sie noch nicht gesehen. Ihr seht, ich habe das Video hier noch nicht angeklickt von Simon. Ich bin gespannt. Aua, meine Ohren heißt das. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Welches Format könnte das sein? Welche Formate hat Unsympathisch TV denn? Sascha, welche Formate hat er so? Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach rein, Leute, ich bin gespannt. Link zum Original ist ganz oben in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir schauen rein. Aua, meine Ohren, bitte. Och nee, das könnte so ein Übersteuerungsding sein. Das ist so, sowas wie nicht erschrecken. Bloß mit Übersteuerung. Ach, Leute, hab ich doch keinen Bock drauf. Ah, ich muss meine Facecam woanders hin machen, oder? Ich muss meine Facecam woanders hin machen. Seine Facecam ist immer hier unten irgendwo. Dann packe ich meine jetzt dahin. Wir schauen rein, Leute, ich bin gespannt. Let's go. Unsere Ohren bluten, ne? Luca hat mir Instagram-Rapper zukommen lassen, das heißt... Auch Instagram-Rapper, oh no. Aber seine Facecam ist unten rechts, habe ich sie richtig gelegt? Ich weiß es nicht. Wir schauen so nach, was deutschrap-technisch unser Nachwuchs so zu bieten hat. Und der Richter schreit, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Ich würde sagen, erster Rapper, let's go. Mark? Mark? Hallo? Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Digga, das ist schon mal eine wahre Nummer 1. Ich würde sagen, erster Rapper, let's go. Ich erwarte Schlimmes, ich erwarte Schlimmes. München. Das ist meine Stadt. Statements, jetzt schon würde ich ihn zeigen direkt. Jetzt kommt Isla 469 und bringt euch alle um den Verstand. Goetheplatz, dort wo ich wohne, da geht. Was? Bringt euch alle um den Verstand. Goetheplatz, dort wo ich wohne, da geht es richtig ab. Da bin ich auf dem Thron, du kleiner. Ja, Freunde, wenn noch jemand einen guten Ghostwriter braucht oder Backup-Rapper, ja, beides in einem findet ihr hier bei Isla 468 anscheinend, ja. Isla 469, 469, sorry, 468 ist sein kleiner Bruder, 467, nee, was, 469? 470 wäre dann sein großer Bruder. München, weiß genau, wenn ich rap, stehle ich jedem die Show. Die imaginäre Maschinenpistole hat mal wieder unerwartet zugeschlagen. Unser erster Gast hat das Klischee auf jeden Fall zu 100% erfüllt. Warum haben alle Rapper jetzt irgendwie 687, 789, 123, 1234? Ich kann auch mein Passwort sagen. Hallo 1234 wäre mein Rappername, Alter. Okay. Was? Was hat denn Homie Hintergrund gesagt? Bester Bäcker. Ehrenmann, Freunde. Flo der Flo war auch beim Videodreh natürlich mit am Start und hat dem Typen hier Hallo 123 Support gegeben, natürlich. Ja. Was hat denn Homie Hintergrund gesagt? Ehre. Bester Backup-Rapper. Auch dieser 0815 Beat, den jeder kennt, ne? Ich finde halt die Attitude von dem auch ganz cool, Freunde. Ihr müsst euch vorstellen, der Typ hat hier sozusagen seinen großen Live-Auftritt und der steht da so. Warte, ich kann den Körper gar nicht nachmachen, richtig. So. Die Cap habe ich jetzt leider nicht. Bekommen Straße und wir werden es machen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber ich predikte mal, in 3 Wochen ist der Typ bei AON gesigned. Just saying, Freunde, ist tatsächlich auch ein Demo-Tape von Mero mit in dieser Ausgabe von Instagram Rapper mit dabei, was ich gehört habe. Bring Deutschland Gangster Rap, öffnet die Augen und seht, wer Gangster Rap. Ich bring den echten Rap, ich bring den Rap von der Straße in dein Straße! Okay, da passieren gerade sehr viele Dinge. Also, lyrisch gesehen, ja, ist es sehr, sehr hochgesetzt, muss man natürlich sagen. Ich komme von der Straße, ich kenne den Rap von der Straße, ich bringe den Rap von der Straße in dein Radio, du sitzt im Auto. Der Typ hat verstanden, dass man nicht Zeile nach Zeile nach Zeile schreibt, sondern eine ganz lange Zeile einfach schreibt. Wir schreiben einfach eine ganz lange Zeile. Ohne Rhymes. Und dann hat man einen Track, Alter. Easy. Ja. Der Kandidat hat auf jeden Fall den besten Backup-Rapper am Start, den man haben kann. Lange Tage, dunkle Nächte, wieder mal im 3-4-Lauf. Ja, mein Cousin holt mich ab, wir sind zu zweit, wir geben Gas. Lass einen in die Spilo rein, leg einen Stein in den Nobolein. Es ist der Erste, der ansatzweise den Hack trifft schon mal, Freunde. Ich will's nicht gut reden,
aber trotzdem. Hier schwarz-runde Tüten, mache meine Patagoya mit Braun oder Grünem. Zähle dicke Bündel und der Stoff, der ist verschweißt. Mach dich ab, ich weiß noch nicht mal, wie du heißt. Hier die neue 178 Straßenbande am Start gewesen. Auf jeden Fall sympathisches Auftreten. Alle sehen recht jung aus, dennoch die Alkoholflasche in der Hand. Und natürlich. Die erstmal, es hat viel Ballaststoff, heißt, ich gehe auf Kacken von den Tim Teufel. Gabel, Alter. Das ist Deutsch, er singt auf Deutsch. Das ist halt so ein typischer TikTok-Martin. Das ist so ein typischer TikTok-Martin, Alter. Ich würde schätzen, der ist so 37, vielleicht, na, ich wollte gerade sagen, geschieden nicht, aber frisch ausgezogen bei Mutti, arbeitet vielleicht irgendwo an der Kasse, was ja auch voll okay ist, und holt sich dann sein Mikrowellenschnitzel jeden Abend und guckt dann die Tagesschau. Das ist der typische TikTok-Martin, der danach dann noch auf TikTok solche Covers hochlädt. Hier sehen wir ihn. Maradona, ya, la costella, ya, ya. Diego Maradona, Rio Gleuchten. Fühle ich mich wohl. Oh nein, okay, oh nein, oh nein. Also das, also. sorry, bitte, was? Also das, also. Ja. Ja, ich hatte es auf. Bis jetzt mein absoluter Top-Kandidat. Ich bin mir sicher, dass der Kollege in circa 1 bis 2 Jahren auch noch bei DSDS zu sehen ist. Bob, der Baumeister, würde bei dir sagen, wir schaffen es nicht. Be brave. The lights get... Nein! Luca! Hä? Du kommst vom Baum gejumpt, Jungs. Nein! Luca. Aber ich mach... Yeah, let's go. 22. Yeah. Yes. Was ist los, Leute? Och, Internet ist wieder weg, Digga. Internet fickt mein Leben gerade in letzter Zeit. Ja, Freunde, wir sehen uns gleich wieder nach einem Cut, Alter. Oh, Internet ist wieder da. Mashallah, Digga. Ich grüße alle im Internet-Telekom-Bereich. Holy shit, okay. Nerds, dürft mir nicht schreiben. Und warum? Ey, aber die meinen das nicht ernst, oder? Seid ehrlich, meinen die das ernst? Die parodieren nur, oder? Was sie nicht wissen! Look at the good! Dürfen wir schreiben! Die meinen das nicht ernst! Die fühlen einfach! Weil ich so reich bin! Kernkette! Von deiner Oma! Fühle ich auch, Digga, die fühle ich. Die würde ich mir privat auch geben, ich bin ehrlich. Ja, Shindy auch, sei ehrlich, Bruder. Dachte ich mir, ja. Ey, Lil Lightskin ist einer von der ganz üblen Sorte und ich weiß Lil nicht, Lightskin? Warum er jedes Mal dabei ist! Das ist einfach eine Frechheit. Oh nein, Leute, ich erwarte Schlimmes. Diese bestehen keine Prüfung, gehen Sie. Nee. Stehen vor dem Spiegel und machen Verarschungen. Wenn man etwas will, ist es schwer zu warten. Ich hab genug Leute hinter mir. Hätte er den noch nach hinten gezeigt, hätte er nur gesagt, ich habe genug Leute hinter mir, hätte er irgendwie so einen Move gemacht oder irgendwie den Move. Okay, aber... Ich bin komplett raus. Hier einer der gefährlichsten Newcomer am Start gewesen, mit seiner kompletten Bande hinten versammelt. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Macht das, Leute, macht das. Falls ihr könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Bitte. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Oh, schöne Momente mit Monte oder Kylo? Mit Monte, ich bin gespannt. Achtung, warte. Oh, mit beiden. Mit dabei an. Ui. Das war schön. Freunde, lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben bei meinem Video da. Und natürlich auch bei dem Video von Sascha. Ja, was soll ich sagen, Leute? Da war wieder die ein oder andere Instagram-Rapper dabei, die AON direkt natürlich nach diesem Video hier angeschrieben hat und unter Vertrag genommen hat. Wie sollte es auch anders sein? Ich habe auch gehört, der Hype Award hat für alle diese Rapper hier einen gemeinsamen Auftritt gebucht für nächstes Jahr. Da freue ich mich jetzt auch schon sehr doll drauf. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer natürlich. Habt einen schönen Tag, wir sehen uns und ciao.